Guten Morgen, liebe Zuschauer. Kennt ihr mich noch? Ich bin es, eure Lieblingslehrerin Karen Corona. Und heute, ich bereite schnell den Trank zu für meine liebe kleine Schwester. Denn ihr wisst ja, sie ist so krank. Und ich bin jetzt die Ersatzlehrerin von ihrer Klasse. So, wir geben noch ein bisschen von diesem Tee rein, damit sie weiterhin auch krank bleibt und ich weiterhin die Lehrerin von ihrer Klasse bin. Ich will ja nicht, dass die mysteriöserweise schnell wieder gesund wird und dann bin ich halt nicht mehr Lehrerin. Ach, das geht nicht. Oh, meine arme, liebe Schwester, geht es dir denn gar nicht besser? Oh, Karen, nein, mir geht es gar nicht besser. Dann solltest du weiterhin deinen Tee trinken, dann geht es dir schnell wieder besser. Oh, danke, Karen, du bist einfach die beste Schwester, die es gibt. Danke, dass du dich so um mich sorgst. Natürlich, ich mache alles für meine liebe kleine Schwester. Ich will ja, dass du schnell wieder gesund wirst und wieder zu deiner Klasse zurückgehen kannst, oder? Oh ja, meine kleinen Kinderchen, wie geht es ihnen? Haben sie nach mir gefragt, sag ihnen liebe Grüße von mir. Ach ja, die vermissen dich garantiert. Na gut, ich muss dann los. Tschüss. Okay, ich sollte schnell den Tee trinken, weil ich will echt wieder besser werden, damit ich meine kleinen Schüler wiedersehe. So, runter damit. War der ist irgendwie komisch. Oh, mir ist so schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Meine arme Schwester, och, wie krank sie doch ist. Und damit sie weiterhin krank ist, werde ich ihr regelmäßig einen Tee machen. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Opfer, meine Schüler zu sehen. Und ich weiß genau, was ich als Erster mache, damit die Kinder schlechte Noten bekommen. Ich werde verursachen, dass sie alle zu spät kommen. Denn eigentlich sollte ich jetzt die Schule aufsperren, dass die Kinder in die Klasse kommen. Aber ich sperre die Schule erst auf, nachdem die Klasse begonnen hat. Und dann kann ich allen eine schlechte Note geben, weil sie zu spät kommen. Ich hoffe, unserer Lehrerin Frau Claudia geht's bald wieder besser. Ja, das hoffe ich auch. Und ich bin ganz neugierig, wer unsere neue Ersatzlehrerin sein wird. Ich habe gehört, dass ihre Schwester das sein soll. Sie soll auch ganz nett sein. Hä, Leute, sollte die Schule nicht bald aufsperren? Wenn sie noch weiter so lang brauchen, kommen wir alle zu spät. Oh, du hast recht, noch 5 Minuten und wir kommen alle zu spät. Was? Nein, ich bin noch nie zu spät gekommen. Guten Morgen, Leute. Ja, guten Morgen. Hä, was macht ihr alle hier draußen? Sollten wir nicht langsam reingehen, sonst kommen wir alle zu spät. Also los, gehen wir rein. Guten Morgen, Leute. Ja, einen schönen guten Morgen. Hä? Warum ist die Schule noch nicht offen? Keine Ahnung, die sperren einfach nicht die Schule auf. Und noch eine Minute und wir kommen alle zu spät. Oh nein. Die Minute ist gleich um. Oh nein, wir müssen dann alle nachsitzen, weil wir zu spät kommen. Oh nein, was? Wir müssen nachsitzen? Ja, das sind die Regeln. Wenn man zu spät kommt, muss man dann nachsitzen. Oh nein, ich bin noch nie zu spät gekommen. Das ist so unfair. Ach, das werden sie uns schon nicht verrechnen. Wir können ja nichts dafür, wenn sie die Schule nicht aufsperren. Wir müssen nur warten. Sie sind zu spät. Jetzt kommen alle zu spät. Jetzt kann ich die Tür aufsperren. Guten Morgen, Kinder. Ihr seid ja alle zu spät gekommen. Naja, sie haben ja die Tür nicht aufgesperrt. Wie hätten wir denn reinkommen sollen? Wir können ja nichts dafür. Für diese freche Antwort musst du extra lang nachsitzen. Was? Aber sie haben wirklich nicht aufgesperrt. Das ist mir egal. Ich bin die Lehrerin und ich sage, was Sache ist. Also los. Und ihr auch. Wollt ihr nicht rein oder wollt ihr alle extra lang nachsitzen, hä? Aber Frau Lehrerin, wie hätten wir denn reinkommen sollen, wenn sie die Tür nicht aufmachen? Das ist nicht mein Problem und ihr müsst alle nachsitzen. Habt ihr das verstanden? Und keine Widerrede. Was aber? Okay. Braucht ihr alle Extra-Einladungen oder warum geht ihr nicht rein? Warum sind sie so gemein zu uns? Was haben wir ihnen denn getan? Du widersprichst mir? Du musst auch doppelt so lange nachsitzen. Jetzt geh in die Klasse und halt den Mund. Ach, ist mir doch egal. Worauf wartet ihr? Wollt ihr auch doppelt so lange nachsitzen? Los, rein mit euch. Okay, okay. Kommt schon, Leute. Gehen wir schnell rein. Wartest du noch auf Extra-Wünsche? Nein. Ich will Claudia zurück. Sie ist krank, sie kann nicht kommen. Und jetzt rein mit dir. Ach, ich liebe es, wieder gemein zu Kindern zu sein. Ach, hat mir das so gefehlt. Ach, Lehrerin ist einfach der beste Beruf, den man haben kann. Ich kann Kinder so schlecht behandeln, wie ich will. Ich möchte mich jetzt offiziell bei euch vorstellen, liebe Kinder. Mein Name ist Karen Corona und ich bin eure neue Lehrerin.
Karen Corona, was ist das für ein Name? Man sollte sie Kackwurst Corona nennen. Tessa, sag das nicht so laut. Sie kann dich hören und dann bekommst du Ärger. Kackwurst Corona? Das ist der Name meiner Schwester und nicht meiner. Wer hat das gesagt? Wer war so frech? Der soll sich gefälligst melden. Ah, ich sehe schon. Das war unsere liebe Tessa mal wieder. Die vorlaute kleine Tessa. Komm sofort drauf. Ich werde dich jetzt prüfen. Ach, das ist mir doch egal. Ich bin eine Einserschülerin. Und du hast auch geredet. Also komm raus. Oh Mann, jetzt bekomme ich auch Ärger. Also wer von euch zwei kann das Alphabet richtig aussprechen? Hm? Fangt an. Also es beginnt mit... Ach, was ist das für ein Babykram? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Was? Ich meine, das ist alles falsch. Was? Nein. Das ist das Alphabet. Das ist richtig. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ich kann's nicht glauben. Du bist in der dritten Klasse und kannst nicht das Alphabet. Was hat euch meine Schwester nur beigebracht? Aber was meinen Sie? Das ist das richtige Alphabet. Das ist richtig so. Nein, das ist falsch. Ihr beide bekommt jetzt einen Sechser in Mitarbeit und jetzt setzt euch gefälligst hin. Nein, bitte nicht. Ich weiß, dass es richtig ist, was ich gesagt habe. Und jetzt nochmal für alle zum Mitschreiben. Das richtige Alphabet beginnt mit B, A, E, F, H, G, J, K, L, N, O, Q, R, S, T, V, U, W, Y, Z, I, 1, Z. So geht das richtige Alphabet und nicht anders. Warum schreibt ihr das nicht auf? Aber alles, was sie gesagt haben, ist falsch. Was hast du gerade gesagt? Gut, ich habe eine nächste Aufgabe für dich, okay? Und wenn du die richtig beantwortest, dann wirst du nicht nachsitzen und einen Sechser bekommen für deine freche Antwort. Also, die Aufgabe ist, Marie hat 3 Äpfel, Stefanie kommt mit 3 Äpfeln. Wie viele Orangen hat der Nachbar links von denen? Warte, was? Das ist doch unmöglich. Woher soll ich denn das wissen? Falsch und eine 6 in Mitarbeit. Ach, ihr seid alle so schlecht. Okay, und die nächste Frage. Welche Farbe haben Äpfel? Sind sie rot oder blau? Ja, was ist das für eine Frage? Das ist so einfach. Äpfel sind rot und grün. Oh mein Gott, nicht mal das wisst ihr. Ihr seid so schlecht. Äpfel sind natürlich blau und lila. Das war ein guter Scherz. Nein, Äpfel sind wirklich blau und rot. Hast du mir etwa widersprochen? Du musst jetzt auch doppelt so lange nachsitzen. Nachsitzen, obwohl ich die Wahrheit gesagt habe. Wenn ich sage, Äpfel sind blau und lila, sind sie blau und lila. Oh mein Gott, was für ein Glück. Wir haben endlich Pause. Ich habe schon einen tierischen Hunger. Ich schließe den Unterricht, okay? Als Strafe geht ihr alle nicht in die Pause. Ihr bleibt gefälligst hier und liest die Bücher, die ich euch geben werde. Was? Aber das dürfen sie nicht. Ich bin die Lehrerin, ich darf alles. Aber ich habe Hunger. Gute Schüler dürfen in Pause gehen, aber ihr seid alles so extrem schlecht. Ihr müsst lernen, statt in die Pause zu gehen. Also lest euch alle diese Bücher durch und wehe, nur einer davon weiß nicht die Antworten. Es gibt nämlich einen kleinen Test, nachdem ich von der Pause komme. Aber die Pause ist nur 10 Minuten und so schnell sind wir nicht beim Lesen. Ach, gib bitte, das sind nur 300 Seiten, das schafft ihr schon in 10 Minuten. Nein, das ist unmöglich. Ich werde es dem Direktor erzählen. Als ob der Direktor euch glauben wird. Ich werde einfach sagen, ihr lügt. Also viel Spaß beim Lernen. Oh Mann, wie sollen wir das nur schaffen? Das ist ja wohl ein Witz. Die kann uns doch nicht einfach etwas prüfen, was wir noch nie gelernt haben. Und dann gibt sie uns nur 10 Minuten Zeit, uns vorzubereiten. Und ich möchte in die Pause. Aber was haben wir für eine andere Wahl? Sie hat recht, der Direktor wird uns nicht glauben. Ich weiß noch nicht wie, aber wir müssen uns irgendwas überlegen, um diese Lehrerin loszuwerden. Das geht nicht. Ja, aber bis dahin sollten wir lernen. Ja, Leute, kommt, lesen wir so viel wir können. Wir können uns ja beim Test gegenseitig helfen oder so. Vielleicht schaffen wir es dann. Ja, das stimmt. Wenn die Lehrerin so gemein ist, ich glaube, dann ist Schummeln ein bisschen erlaubt. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Wir werden uns einfach gegenseitig helfen beim Test, okay? Also los, jeder übernimmt ein Kapitel und dann helfen wir uns gegenseitig. War das Essen heute in der Cafeteria lecker. Oh, gerade noch geschafft, die letzte Seite. Ich habe mein Kapitel auch fertig gelesen. Ich habe so einen Hunger, aber ich habe mein Kapitel auch geschafft. Gerade noch rechtzeitig geschafft, aber mein Bauch tut weh. Habe ich euch erlaubt zu reden? Haltet gefälligst alle den Mund. Und jetzt legt die Bücher zur Seite, denn nur jetzt kommt der Test. Und wehe von euch, nicht jeder schreibt eine 1. Wenn wir alle eine 1 schreiben, dürfen wir dann essen gehen? Ja, vielleicht.
Okay, Leute, denkt daran, was wir ausgemacht haben. Jeder übernimmt ein Kapitel und dann schreiben wir voneinander ab, okay? Also, dieser Test hat nur 500 Seiten, ihr habt 10 Minuten Zeit. Auf die Plätze, fertig, los. Warte, wir haben für diesen ganzen Test nur 10 Minuten Zeit? Warte, wie hat 500 Seiten? Okay, Shish, Bruder, das schaffen wir. Nehmt euch alle einen Stift und fangen wir an. Wir helfen uns einfach gegenseitig. Los, Leute. Ich liebe dieses Essen. Boah. Kommt schon, Leute, das schaffen wir. Okay, die erste Frage, okay, da und hier und dann dort. Lauren hat recht, Leute, los! Ich habe die ersten 10 Seiten schon ausgefüllt. Das geht wirklich voll schnell. Ich habe meine 10 Seiten auch schon fertig, schau. Und hier sind meine Antworten. Meine sind auch schon fertig, schau mal hier. Und hier und okay, da und von dort. Ach, die Antwort ist hier. Dieser Burger. Ich liebe Burger. Köstlich. Ups, er ist jetzt in meinen Mund gefallen. Die Zeit ist um. Aus, fertig. Habt ihr es alle geschafft? Habt ihr überall die Antworten? Hört auf zu reden, sonst fallt ihr alle durch. Alle sind fertig. Lauren, komm raus und sammle die ganzen Zettel ein. Natürlich, Frau Klo Corona. Ich meine, Frau Karen Corona. Okay, danke. Danke, ihr habt es alle toll gemacht. Wir haben es geschafft. Sie wird nicht wissen, was mit ihr passiert. Ich habe alle Tests eingesammelt, Frau Klo, Corona. Was stehst du so dumm rum? Gib mir die ganzen Tests und jetzt setz dich gefälligst wieder hin. Hast du mich verstanden? Ich werde jetzt die Tests kontrollieren gehen. Und wehe, einer von euch steht nur auf und denkt nur dran, essen zu gehen. Der bekommt riesigen Ärger. Habt ihr mich verstanden? Was habt ihr gemacht, ihr kleinen Würstel? Ihr habt alle geschummelt, das weiß ich genau. Denn ihr habt alle eine 1 geschrieben und das ist nicht möglich. Wie habt ihr alle 500 Fragen in nur weniger als 10 Minuten beantworten können, ihr Schummler. Aber Frau Corona, das liegt nur daran, weil Sie so eine gute Lehrerin sind. Ja, Frau Karen, Sie sind die beste Lehrerin, die wir jemals hatten. Genau, die guten Noten haben wir nur, weil Sie so streng sind. Ja, Sie wandelnde Klobrille. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich euch allen jetzt glaube, nur weil ihr euch einschleimen wollt bei mir. Deswegen habe ich all eure Tests, wie soll ich sagen, alle Einser in den Müll damit. Ich habe bei allen Tests einfach die richtigen Fragen ausradiert und falsche hingeschrieben und ihr seid alle durchgefallen. Was? Sie haben unsere richtigen Fragen ausradiert? Aber das dürfen sie nicht. Was haben wir ihnen getan? Wieso sind sie so gemein zu uns? Ich habe noch nie ein 5er im Zeugnis gehabt, bitte nicht. Sie gehen zu weit. Das ist illegal, hundertprozentig. Die ganze Arbeit umsonst. Ein 6er für dich, ein 6er für dich, für dich, für dich, für dich, für dich und für dich. Und die liebe Lauren bekommt für ihre Hilfe auch noch ein extra 6er. Hier bitte, Lauren, nur für dich. Nein, bitte nicht 2 6er, das wird meine Noten so verschlechtern. Damit werden sie nicht durchkommen. Wir werden das dem Direktor sagen. Ja, genau. Und wie vorhin, als ob er auch glauben würde. Ihr habt ja überall falsche Antworten. Natürlich bekommt ihr schlechte Noten. Und wenn ihr zum Direktor geht, werde ich noch schlimmer wie vorher sein. Also überlegt ihr lieber 2-mal, ob ihr zum Direktor gehen werdet. Und jetzt verräumt eure Tests. Ich will sie morgen unterschrieben von euren Eltern haben. Zum Glück, die Schule ist aus. Wir können alle nach Hause. Dieser schreckliche Tag hat endlich ein Ende. Oh, das rettet mir das Leben. Ich bin schon halb am Verhungern. Oh Mann. Nicht so schnell, Kinder. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ihr einfach so nach Hause gehen dürft. Habt ihr vergessen, dass ihr alle zu spät gekommen seid und alle nachsitzen müsst? Oh Mann, auf das Nachsitzen habe ich ganz vergessen. Aber meine Mama holt mich ab und sie wird sich fragen, wo ich bin. Das interessiert mich nicht. Also, steht alle auf, kommt mit, wir gehen in den Nachsitzzimmer. Ich habe jetzt all eure Eltern benachrichtigt, dass ihr später nach Hause kommt, weil ihr alle nachsitzen müsst, weil ihr zu spät in die Schule gekommen seid. Sie sind nicht erfreut und ihr bekommt tierischen Ärger, wenn ihr zu Hause seid. Oh nein, warum machen sie das? Sie sind einfach nur böse. Bla bla bla. Und ihr müsst alle doppelt so lange nachsitzen, habe ich euren Eltern gesagt. Das heißt, viel Spaß, 2 Stunden hier zu sitzen und nichts zu tun. Es reicht mir. Wir müssen irgendwas machen gegen diese Lehrerin. Das kann so nicht weitergehen. Aber was können wir machen? Wir sind doch nur Kinder. Wir müssen sie von unserer Schule vertreiben. Ich möchte unsere alte Lehrerin wieder haben, nicht mehr diese blöde Kackwurst. Ja, das stimmt. Sie riecht nach alten Socken und Klobrillen. Wir müssen uns einfach was überlegen und vielleicht fliegt sie dann von der Schule. Wir müssen den Direktor dazu bringen, dass er sie raushaut. Aber ohne, dass sie weiß, dass wir dahinter stecken. Aber wie sollen wir das nur schaffen? Kommt zusammen. Ich habe eine geniale Idee. Also, oh, das ist genial. So machen wir's. Oh, wisst ihr was? Das Video ist ja schon zu Ende. Vielen Dank an alle, die bis hier zugeschaut haben. Ich hoffe, euch hat die Story bis jetzt gefallen und ihr freut euch schon auf den nächsten Teil.
Und falls es euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt bedanken wir uns bei unseren Superfans. Die liebe Crystal schreibt, dass unsere Videos sie immer zum Lachen bringen. Danke, Crystal. Der nächste Kommentar ist von der lieben Toka Foxy Toast. Ich finde das so süß, wie du das Profilbild von uns selber gezeichnet hast. Danke dafür. Der nächste Kommentar ist von der lieben Felina. Vielen Dank, dass du unseren Kanal abonniert hast und die Glocke aktiviert hast. Und bis zum Schluss schaut sie die Werbung auch immer. Danke. Danke dir, Marlene, dass du ein Superfan bist. Und die liebe Mariam bittet uns, dass wir sie 1000 Mal grüßen. Und wenn ihr im nächsten Video auch erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar. Und mit etwas Glück seid ihr im nächsten Video dabei. Und wenn ihr Ideen habt, wie wir uns an der lieben Frau Corona rächen können, dann schreibt das in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle tolle Ideen habt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach so, ja genau, bevor ich vergesse, ich habe euch wieder ein Tokatos-Symbol im Video versteckt. Wer hat's gefunden? Und jetzt zum krönenden Abschluss noch eine mathematische Aufgabe für euch. Man nehme 50.000 Tokatos-Subscriber und man gibt noch 10.000 dazu. Was hat man dann? Schreibt das bitte in die Kommentare. Und wer die Antwort jetzt hören will, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es ist eine Familie, und zwar die Toasty-Familie. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!